Mama, wann kommst du denn wieder heim? Maria, hast du die Adresse für die Herrschaft? Macht euch keine Sorgen. Der Michel holt mich her und bringt mich hin. Lass dir keine Flausen von ihm in den Kopf setzen. Und die Leute, mit denen er zusammen ist, das ist keine Gesellschaft für dich, gell? Papa. Kommst du bald wieder, Mama? Soll ich dir was schön schicken aus der Stadt? Ja. Und du bleib mir treu, gell? Ich dir auch. Für dich. Was auf dem Kopf auf? Schreib gleich, wie es dir geht. Macht euch keine Sorgen, ich hab's eh gut getroffen. Am kommenden Sonntag stimmen wir Arbeiter für Österreich. Das ist nicht der Tag, an dem wir mit dem Heimwehrfaschismus abrechnen. Das ist der Tag, an dem wir ein klares Nein zu Hitler sagen müssen. Fahren Sie mit? Nein, ich steig schon aus. Freundschaft! Freundschaft! Herr Hitler! Österreich. So wie die Frau der Maidan Ja sagt, wollen
ein Ja sagen zu Österreich. So wie die Frau damals da Ja sagt, wollen auch wir unser Ja sagen zu Österreich. So wie die Frau damals da Ja sagt, wollen auch wir unser Ja sagen. Hallo, Fräulein, wo wollen Sie denn hin? Ja, gut. Bitte. Berlin hat Schuschnigg zum Rücktritt aufgefordert. Wenn der Schuschnigg die Volksabstimmung nicht ablässt, marschiert der Führer ein. Machen Sie mir die Leitung nach Wien und legen Sie sie mir auf mein Zimmer. Das lässt Mussolini sich nicht bieten. Aber, meine Herren, Italien. Der Duce wird dem Führer nichts in den Weg legen. England und Frankreich? Frankreich, meine Herren, macht nichts ohne England. Und da England sicher nichts macht, wird auch Frankreich nichts machen. In diesem Punkt kann man sich auf die Demokraten verlassen. Mon Fritzerl, wie schaut's denn aus? Unser Regiment mit Oberst Zinzinger steht verlässlich auf Seiten der Partei. Alle Telefonzentralen, Kasernen und Wachen sind mit unseren Leuten besetzt. Na dann, Heil Hitler. Heil Hitler. Herr Attaché? Einen Moment noch. Jetzt kommst, Maria? Bist narrisch? Ja, glaubst du, die Herrschaft hat eh nicht Zeit für dich? Ich mich da in Linz nicht auskennen. Geh schnell auf den ersten Stock. Der Seis, der Kanzler. Der Kaltenbrunner übernimmt die Sicherheit. Der Fischböck wird Handel und Wirtschaft kriegen. Und die Justiz?
Was meinst du? Unser Klaus, ne? Aber dem Göring sein Schwager, der Huemer wird's. Kundgebung hin, Kundgebung her. Machen Sie, was Sie wollen. Das sind Operetten fürs Volk. Uns interessieren ausschließlich die Gold- und Devisenbestände der Österreichischen Nationalbank. Verstanden? Gut, Globus. Sorgen Sie dafür, dass die Vaterländischen nicht an die Dinger rankommen. Hm? Zweitens, das ist direkter Auftrag aus Berlin. Die Berndorfer Metallfabrik wird von Krupp übernommen. IG Farben übernimmt Dynamit Nobel. Moment. Was machen Sie da? Bitte schön, ich komme wegen der Störsdienst, Mario, wo die Phoenix sagt, dass sie wieder vorstellt. Heute hat kein Mensch hat Zeit für Sie. Kommen wir uns morgen wieder. Aber bitte. Ist der Koffer schwer? Brauchen Sie ein Taxi? Warten Sie, Fräulein. Haben Sie sich vorgestellt wegen einer Stellung? Ja. Na und? Soll morgen wiederkommen. Was machen Sie jetzt? Wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie. Kommen Sie, ich mache Ihnen einen Tee. Mein Bruder hat mir extra geschrieben, dass er mich anholt. Und dann war er nicht da. Haben Sie denn keine Adresse von Ihrem Bruder? Nein. Ich war erst einmal dort. Und er wollte immer, dass ich einen Postlager schreibe. Wollen Sie einen Roman einen Tee? Mache ich Ihnen nicht zu viel Umstände. Jetzt stellen Sie mal den Koffer weg und ziehen Sie den Mantel aus, ja? Das war meine Mutter. War sicher eine feine Dame. Ein Dienstmädel war es. Kommen, setzen Sie ihn doch hin. Jeden Bissen hat sie sich vom Mund abgespart, dass ich aufs Gymnasium gehen kann. Hat mir da auch nichts genutzt, die Matura. Wissen Sie, wie es ist? Die Amtsposten und die Bankposten bringen nur die Kinder von den Obern. Kommt der Tag, an dem alles anders wird. Das kenne ich von meinem Verlobten. Wenn er kommt, haben die Ober nichts mehr zum Lachen. Komm schon. Komm schon. Ja? Ja. Ja, ja. Setzen Sie mich wieder. Bleib da. Ich bin eh gleich wieder da. Ich mache Ihnen eine Musik. So. Lass mich nicht wegrennen.
Österreicher und Österreicherinnen. Der heutige Tag hat uns vor eine schwere und entscheidende Situation gestellt. Ich bin beauftragt, dem österreichischen Volke über die Ereignisse des Tages zu berichten. Die deutsche Reichsregierung hat dem Herrn Bundespräsidenten ein befristetes Ultimatum gestellt, nach welchem der Herr Bundespräsident einen ihm vorgeschlagenen Kandidaten zum Bundeskanzler zu ernennen und die Regierung nach den Vorschlägen der deutschen Reichsregierung zu bestellen hätte, widerenfalls der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich für diese Stunde in Aufsicht genommen wurde. Ich stelle fest vor der Welt, dass Nachrichten, die in Österreich verbreitet wurden, dass Arbeiterunruhen gewesen seien, dass Ströme von Blut geflossen seien, dass die Regierung nicht Herr der Lage wäre, das eigene nicht hätte Ordnung machen können, von A bis Z erfunden sind. Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volke mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis, auch in dieser ernsten Stunde nicht, deutsches Blut zu vergießen gesonnen sind, unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne wesentlichen Widerstand, sich zurückzuziehen und die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. Der Herr Bundespräsident hat den Herrn General der Infanterie, Filhaski, den Generaltruppeninspektor zur Führung der Wehrmacht betraut. Durch ihn werden die weiteren Weisungen in die Wehrmacht ergehen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich! Halt! Halt!
Das merkst du. So. Freundin? Nein, die Schwester. Wenn du deinen Bruder helfen willst, dann geh in seine Wohnung und verbrenn alle Plakate und Flugzeuge, die du dort findest. Vor der Tür ist ein lockerer Kachel und drunter liegt der Schlüssel. Was macht man denn da? Kommen Sie mit. Essen. Und dann kann man weiterschauen. Ist gut, unser Blunzerl. Ist gut. Jetzt nehmen wir das Messerl, gell? Und tun schön abschneiden.
Schmeckt gut, gell? Na, Pfurli, was sagst? Haben wir Besuch heute? Ja. Pfurli. Gibst du Bussi? So ist brav. Na? Pulli, wollen wir nicht der Dami auch ein Bussi geben? Also, die Dami mag den Pulli nicht. Da muss der Pulli aber masch wieder in sein Haus. Ciao, Pulli. Ein Brav. Ah, wissen Sie was? Heute leisten wir uns was Feins. Aber da müssen Sie mitkommen. Geben Sie das Kettel weg. Fräulein Goldstein. Darf ich vorstellen? Fräulein Huber. So. Entschuldigung, okay? Ein bisschen verreisen? Ja. Ja, ja. Suchen Sie etwas? Nein, nein. Danke. Sehr lieb. Sehen's, da haben wir ja schon was noch brauchen. Theo Neuf, du Pappe, mein Lieber. Haben wir eh nichts dagegen, oder? Ah, schluckt.
geht's ja noch. Darf ich aufs Klo gehen? Braucht man Papier? Schauen Sie mal weg. Bitte nehmen Sie mich mit. Wo wollen Sie denn hin? Zum Autobusbahnhof. Hallo, was? Steigen Sie ein. Halt das! Steh drin! Ist denn nicht unser heißgeliebter Professor Heinrich Kuhn, genannter Griechenheine? Ach, lass mich in Ruhe, Wetzorek. Wetzorek, Herr Professor. Ah, eine Reisetasche. Bitte, wann geht der nächste Bus nach Leonförden? 6 Uhr in der Früh. Bevor Sie reisen, werden Sie meine Frage beantworten. Wissen Sie es? Dürfen Sie durch. Wissen Sie es nicht? Fallen Sie durch. Wann ist unser viel geliebter Führer in die Feldeinhalle einmarschiert? Nicht genügend, Herr Professor. Nicht genügend.
Stell dir vor, die Versteigerung von unserem Hof ist angesagt worden. Der Hitler hat alle Versteigerungen einstellen lassen. Maria! Dein Hitler hat uns wirklich der liebe Gott geschickt. Mein Menschel. Es heißt sogar, dass wir die Schulden nicht mehr zurückzahlen müssen. Mein Burgel. Mama, bleibst du jetzt bei uns? Alle bleibt jetzt bei uns. Brauchst keine Angst, haben, Burgel. Die Mama lässt mich nicht mehr weg. Was ich zusammengeträumt hab. Herein. Hitler! Gefällt dir? Gefällt mir auch. Mei, bin ich froh, dass du jetzt wieder da bist. Jetzt haben wir wer, Maria. Ich brauch mich nicht mehr verstecken. Und du brauchst dich nicht mehr schauen, wegen deinem ledigen Kind. Jetzt können uns alle am Arsch lecken! Der deutsche Frühling wieder ist ein Frühling in unser Land eingezogen. Die Bäume blühen, die Blumen sprießen. Aber nicht nur in der Natur, sondern auch in Herzen. Herrscht helle Freude. Wie geht's ihm denn, unseren Michel? Aber ich hab dir doch gerade gesagt. Hauptsache, er hat eine Arbeit. Mutter. Und Wohnung ist schön, gell? Ja. Der Vater hat schon immer gesagt, der wird sich schon durchschlagen, der Bub. Hast du nicht gehört, was ich dir vorher erzählt hab? Adolf Hitler. Aus langer kalter Winternacht geleitet uns der Führer Adolf Hitler in eine große Zukunft heim ins Reich. Was machen wegen Michel? Die Deutschen. Zuerst haben sie uns auf die Sachen sitzen lassen. Und jetzt nehmen wir uns alles auf einmal. Fleck haben wir noch nie gehabt. Siehst du das? Es lebe der bayerische Hilfszug. Jawohl. Euch hat uns wirklich der liebe Gott geschickt. Da hast recht. Geh auf mit dem Gesange. Neue Zeiten brauchen neue Lieder. Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem Roten Krieg. Wir haben die Ketten gebrochen,
für uns war's ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Die Freiheit steht auf in Deutschland und morgen gehört ihr die Welt. Du weißt das, da auf dem Foto, der Michel oder der Gregor? Der Michel, gell? Da wird jetzt auch nichts zu lachen. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Die Freiheit steht auf in Deutschland und morgen gehört ihr die Welt. Tät euch dagegen die nationalsozialistische Umbildung an. Kein Tropfen Blut ist vergossen. Niemandem wurde ein Haar gekrümmt. Obwohl mancher es verdient hätte! Aber wir stellen unter Beweis, wir sind die besseren Menschen! Unsere Machtergreifung ist eine friedliche! Schuss viel. Wir schlagen niemanden. Die sittliche Kraft unserer Bewegung ist so groß, dass unsere Feinde ganz von selber in die Knie gegangen sind. Aber wir wollen einen Strich unter das Vergangene ziehen und rufen daher allen zu, die aufrichtigen Willen sind. Kommt mit auf den Weg des nationalen Sozialismus in eine Zukunft, wie sie uns herrlicher gar nicht vorstellen können. Am 10. April 1938 muss auch der letzte Wegscheider zur Stelle sein. An diesem Tage wollen wir unserem Führer Adolf Hitler zeigen, dass er stolz sein kann auf sein Wegscheid. Wir stimmen ja! 100%ig ja! Für unseren Führer Adolf Hitler! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sie wegtreten. Wegtreten! Danke. Wegtreten lassen. Sehr schön. Wirklich sehr gut.
immer klar. Scheißen sie jetzt schön an. Früh haben sie uns treten. Jetzt kriechen sie uns hinten rein. Den Kirschlager kennst du eh. Mit dem haben wir heute Flugzettel gefunden. Na, mit dem sind wir Schlitten gefahren. Komm, Hubert, geh mal weg von da. Wieso? Jetzt brauchen wir uns nicht mehr verstecken. Wisst ihr was? Kommt mit. Herr Littler! Servus Groschenjud! Der Illegale braucht ein Verlobungsgeschenk. Fürs Hubermal. Allerweil lustig, unser Hubert. Sagt zum reinrassigen Arier wie mir Jud. Spaßig. Sorry. 2,50. 1, 3. Geh, sag dem Hubert den Schmuck. Ja, bitte. Ja, servus, Schwager. Aber schön zurückzahlen, ne? 14. Jahrelang hast du das ausgesagt, die Leute. Was? Na, also bitte, das stimmt nicht. Ich hab die Leute was gegeben und hab jahrelang kein Geld gesehen. Mein Hof hättest du borgungslos versteigern lassen. So wie dem Lichtenecker sein. Oder dem Blöcher sein. Dass du nicht verzählst! Jetzt den Schmuck anschauen, nicht? Maria! Hörst! Sag einmal, was bietet denn eigentlich ein? Ich bin der Schenk und du eins davon. Was gab denn, wer du bist? Du mit deinem ledigen Kind. Ich hab's ja nicht notwendig, dir nachzurennen. Ich kann auch jede haben. Auch jede, verstehst du mich? Was Geschichte mit dem Kirschlager? Was für ein Kirschlager? Na, bei dem ihr die Flugbladeln gefunden habt. Was macht sie mit solchen Leuten? Was wir mit solchen Leuten machen? Die Aufhänger damals. Aufhängen. Maria! Maria!
Hauser. Grüß Gott. Tag. Herr Liedler, wir wollen unser Aufgebot stellen. Herr Liedler, Robert, gehen Sie, sind Sie so nett und warten Sie noch einen Moment. Jawohl! Wir wollen. Danke. Grüß Gott. Herr Bernmoser, ich möchte Sie was fragen. Wissen Sie vielleicht, was mit der Leitgeschichte jetzt verhofft werden? Herr Höllerer. Wenn Sie was wissen wollen, Fräulein, kommen Sie zu mir her. Die Herren von der Gendarmerie sind nur mehr für einen Aufputz da. Grüß Gott, Herr Lehrer. Erstens heißt das Heil Hitler und zweitens bin ich Hauptsturmführer. So, jetzt reden Sie, Frau Huber. Es ist wegen meinem Bruder. Dem Hans? Na, dem Michel. Die Grußbotschaft von Ihrem Kardinal Initzer an unseren Führer würde ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Nehmen Sie das noch hinein. Sonst ist die Predigt in Ordnung. Dankeschön, grüß Gott. Heil Hitler. Ach ja. Na, was ist mit Ihrem Bruder Michel? Auf dem Lastwagen haben sie ihn aufgehört, in Linz. Und wegführt haben sie ihn. Und jetzt möchte ich fragen, weil ich nicht weiß, was mit ihrem Geschichte. So ein hübsches Köpfchen. Und so dumme Fragen. Da gibt's doch so einen schönen Spruch. Herr Lara, was geschieht denn mit den Leuten, die nicht für uns sind? Wer nicht für uns ist, ist. Ist gegen uns. Und wer gegen uns ist, Herr Moser? Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ich gebe Ihnen zwei Ratschläge. Erstens, fahren Sie nach Linz und fragen Sie bei der geheimen Staatspolizei nach. Und zweitens, bleiben Sie zu Hause und fragen Sie nicht zu viel. Maria, wo bist du denn so lang? Wir sind schon dran. Heil Hitler, Hauptsturmführer! Maria, da ist ja nur der halbe Erdäpfel drauf. Was machst du denn da, Brieftrag? Was machst du da, Brieftrag? Als Blockwart bin ich verpflichtet, euch darauf hinzuweisen, dass das kein ordentliches Erdäpfel schön ist. Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr die Erdäpfel zuerst kocht und dann erst schält. Beim Rohschälen gehen ja nämlich bis zu 20% der kostbaren Frucht verloren. Bei der letzten Blockwartschulung haben wir erfahren, dass der volkswirtschaftliche Bedarf an Speisekartoffeln 20 Millionen Tonnen ist. Ja, also das ergibt bei einer Methode, Erdäpfel zu schön, einen Schälverlust von 3 Millionen Tonnen. Mit dieser gewaltigen Menge könnte man 3000 Eisenbahnzüge zu je 60 Waggons beladen. Das ergibt eine Strecke von 1800 Kilometer, also von Berlin bis Casablanca oder Neapel.
Maria, es kommen jetzt dauernd Parteileute auf den Hof. Das, was ich jetzt am wenigsten brauchen kann, sind Schwierigkeiten. Die Schulden haben sie schon gestrichen. Der Kredit steht kurz vor der Bewilligung. Mit der Erbhaftbauernschaft schaut's auch gut aus. Du wirst doch nicht wollen, dass man wegen... Weißt doch eh, was der Michel für eine Nachricht hat. Deswegen können wir nicht alles aufs Spiel setzen. Ich war's noch im Gemeindeamt. Habt ihr das Aufgebot bestellt? Brauchst nicht glauben, dass ich mich lumpen lasse, wenn du den Hubert heiratst. Meier Matthias. Weg seit 17. Rossmann Franz, Wegscheid 9. Du willst in die Kabine gehen? Ich mache einen guten Zwinder. Rossmann Juli, Wegscheid 9. Huber Hans, Wegscheid 79. Jo, nochmal jo. Maria, Wegscheid 79. Wo willst du hin? In die Kabine? Bitte.
Fräulein Huber? Ihren Wahlausweis. Stell dir vor, Maria. Ich bin Erbhofbauer. Der Lehrer hat mir gesagt, dass mein Gesuch bewilligt worden ist. 1500 Reichsmark kriege ich Kredit. Ich kann es mir gar nicht glauben. Jesus, habe ich da Angst gehabt, wie ich dich da gesehen habe mit dem Stimmzettel in der Hand. Ich habe mir schon gedacht. Morgen in der Früh fahre ich nach Linz. Na dann. Ja, Mama, was ich da gekriegt hab. Das Gedicht auch so. Schön. Ich fahr morgen davor weg. Sei schon brav und versprich mir, dass du einen dann schön folgst. Wo fährst du denn leicht hin? Ich fahr nach Linz. Anna, dann pass mal auf Burgi auf. Spätestens am Mittwoch bin ich wieder da. Wo fährst du schon wieder hin? Nach Linz. Ein Mädchen suchen. Zweiter Stock. Danke. Aber was ist jetzt mit meinem Bruder? Komm uns morgen wieder. Na ja, wie es halt so ist. Die Bäck haben wir gekannt. Beuschel mit Knödel. Was denn das? Ja, das ist irgendwie, wie soll man sagen, die Lungen. Nee, dann lieber Gulasch. Also einmal Gulasch. Und Sie? Ja, also ich hätte gerne Schweinebraten mit Sauerkraut, ja.
Habt ihr einen Kaffee für mich? Bisschen einer ist noch da, aber er ist schon kalt. Macht nichts, wäre ich wenigstens schön. Wieder da. Ja und? Wegen meinem Bruder, dem Michael Huber. Nehmen Sie Platz. Name? Maria Huber. Aber... Adresse? Entschuldigen Sie, habe ich das gestern schon alles. Weil ich muss ja wieder heim. Heute ist Dienstag und ich habe gesagt, ich bin am Mittwoch wieder daheim. Ich habe ja ein Kind. Adresse? Suchen Sie was? Ja. Das Klo ist die erste Tür rechts. Ja, hallo. Halt, kommen Sie her. Sie haben um 10 Uhr das Zimmer verlassen. Jetzt ist 10:45. Brauchen Sie eine Dreiviertelstunde vom dritten Stock bis da oben? Mir ist schlecht gewesen, ich war im Klo. Die junge Frau kann das bezeugen. Stimmt das? Haben Sie gesehen, dass der Frau schlecht war? Ja. Ja. Also gehen's. Ich möchte Ihnen noch einmal danken, dass wir geholfen haben. Bitte. Wissen Sie, ich schaue immer beim Klofenster runter, weil da sehe ich in die Zellen, wo mein Mann ist. Und da können wir uns was zurufen. Wie haben Sie denn das erfahren, dass Ihr Mann dort ist? Wir sagen es von meinem Bruder überhaupt nichts. Von denen werden Sie ja nichts erfahren. Aber es gibt schon Wege. Jetzt bleiben Sie im Moment da stehen und kommen Sie mir dann unauffällig nach. Ich will nicht, dass der Hausmeister uns zusammensicht. Hast du sie gesehen? Nein. Ich glaub nicht. Bitte.
machen wir uns weiter. Ich bin gerade beim Ausmalen. Links am Mantel ruhig daher. Ja, angefangen hat es damit, dass er keine Arbeit mehr gekriegt hat. Dann ist er Kommunist geworden. Jetzt haben sie ihn eingesperrt, weil er Kommunist ist. Mein Bruder war auch bei einer Partei. Wie heißt er denn? Michael Huber. War er Sozi? Oder war er einer von uns? Oder war er Christlicher? Lass uns mal das Bild da. Ich werde mich erkundigen, ob unsere Leute was wissen. Aber es ist besser, wenn wir uns nicht mehr da treffen. Pass uns auf. Am Ursulinenfriedhof. Gruppe 4, Gang 9, das fünfte Grab. Merken Sie nicht das? Da treffen wir uns, am Sonntag um 10 Uhr. Geht's nicht früher? Na, Kindl, da muss man Geduld haben. Ah, Nummer 8, das Fräulein. Sagen Sie. Haben Sie noch einen Wunsch? Könnt ihr vielleicht in der Küche oder in die Zimmer aushelfen? Ja. Haben Sie kein Geld? Am Mittwoch in der Früh ins Landesgericht und warten Sie dort vom Verhandlungssaal 4 am Gang. Dort wird Ihr Bruder als Zeuge vernommen. Wenn er vorbeigeführt wird, können Sie ihn sehen. Glauben Sie, kann ich da mit ihm reden? Ganz beten. Thank you.
Komm. Mama, warum hat denn der Papa so gemacht? Warten Sie auf jemanden? Ist heute keine Verhandlung mehr? Nein, heute nicht. Bitte? Ist die Frau Leischner da? Kommen Sie nur weiter. Kennen Sie die Frau da? Nein. Kennen Sie die Frau? Ist das die Frau, die Sie in der Wohnung gesucht haben? Dass die Frau ist, die Sie in der Wohnung gesucht haben, habe ich Sie gefragt. Ja.
überhaupt nicht reden können. Stellen Sie mir vor, wir haben schon geglaubt, der wird erstummen. Kommen Sie. Setzen Sie ihn nieder. Ich sitze eh schon eine Stunde. Na, kommen Sie nicht. Setzen Sie ihn nieder. Danke. Ja, und dann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein Mann ist von der Arbeit heimgekommen. Da sagt der Kleine zu ihm auf einmal, Schuchi. Gemeint hat er, dass mein Mann die Schuhe ausziehen soll, weil ich ihm das dauernd gesagt habe, nicht? Na, was wir jetzt angelacht haben. Entschuldige, bitte. Was? Los einmal. Der meine ist mit dreiviertel Jahr schon gegangen. Aber ja, drei Schritte. Dann ist er schon hingefallen. Mama, der Geschwind. Da haben wir alle so viel lachen müssen. Und den? Den kennen Sie alle? Na. Und den? Na. Den da? Und die? Kenn ich nicht. Schauen Sie nicht die Fotografien genau an! Na. Kenn ich nicht. Maria! Maria! Michel! Was machst denn du da? Ich hab dich gesucht! Ich komm in ein Lager! Dachau! Dachau heißt der Ort! Sie haben sich innerhalb von 48 Stunden beim Gendarmerieposten Ihrer Heimatgemeinde zu melden. Unterschreiben Sie mal. Da. Aber in Zukunft lassen Sie sich mit solchen Elementen
Nicht mehr ein, gell? Sie sind doch ein anständiges deutsches Mädel, hm? Sie haben sowas doch nicht notwendig. Da ist Ihr Ausweis und die Fahrkarten. Schier ist wieder. Was? Das Wetter ist schier. Ja. Der Frühling war schön. Ja. Der Sommer war auch nicht schlecht. Nein, nein. Aber der Herbst wird schier. Was? Ein schierer Herbst wird's. Ja. Woher hast du denn den? Von Herrn Kreisler. Das passt nicht. Was heißt, die passt nicht? Das ist ganz ausgeschlossen, dass die nicht passt. Die Volksgasmaske wurde an 20.000 deutschen Köpfen erprobt. Das Ergebnis sind diese drei Größen, in die einfach jeder deutsche Kopf passen muss. Meiner auch. Kann man herrlich atmen, nicht? Ja, gehört mal gut los. Hören Sie mich? Ja, hören Sie mich gut? Ausgezeichnet, ja. Kann man so? Ja, und da kriegt schön Luft. Ja, das ist ja das Luft. Ja, das ist Luft. Ja, das geht durch, nicht die Luft. Da, nein, hier raus. Grüß dich, Maria. Grüß dich, Hubert. Ja, was ich da mitgebracht hab. Danke. Ciao, Onkel. Na, endlich, dass du wieder da bist, Maria. Wie geht's denn unserem Bruder? Der Michel. Des Münchner Abkommens und der daraufhin erfolgten Feststellungen des Internationalen Ausschusses
werden die deutschen Truppen bis zum 10. Oktober folgende weitere Gebiete in Böhmen und Mähren besetzen. Erstens an der Grenze des Gaues Niederdonau. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Nickelsburg und zwischen Freien und Neubistritz. Am 9. Oktober ab 10 Uhr das Gebiet um Sneim und Mährisch-Krumau. Am 10. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet westlich Neuhaus und im Brückenkopf südlich Pressburgs. Zweitens an der Grenze des Gaues Oberdonau und im Böhmerwald. Am 8. Oktober um 12 Uhr das Gebiet bis zur Linie Steinbach, Böhmisch-Krumau, Winterberg, Waldmünchen, die genannten Orte eingeschlossen. Drittens an der nordostbayerischen und sächsischen Grenze. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Reichenberg und Gablotz. Am 9. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet bis zur Linie Bischof-Teinitz, Wacherau, Ostwärts-Luditz, Podersam, Saatz, Brücks, Aussig, Bautzen, Böhmisch-Leiper. Für was ein Bautzen? Am 10. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet südwestlich. Wir werden dort Bautzen haben. Und das Gebiet bis zur Linie. In jedem Lager gibt's Bautzen. Postelberg. Was warst denn du für Dachau? Böhmisch-Eicher. Viertens an der schlesischen Grenze. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Hohenelbe und Trautenau. Das Braunauer Land, das Gebiet um Mähren. Im Wegscheid gibt es das Backel nicht auf. Geht's nach Hirning um mich? Am 9. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet. Obstsender schreibt auch keiner auf. Trautenau um Schildberg, um Mährisch Neustadt, Bern und südlich Troppau. Am 10. Oktober ab 10 Uhr beziehungsweise. Das ist eine große Idee, der Hitler. Des Adlergebirges um Zwittau, Mährisch Trübau, Bodenstadt und Neutitzschein. Jetzt nehmen Sie am Scheiß raus weg und der wird noch immer nicht gescheiter. Das Heeresgruppenkommando 5 teilt mit. Es ist eine strategische Vorkehrung. Wenn die Tschechen, wenn wir die Tschechei erledigt haben, müssen wir schon sehen, wie es uns dann gut geht. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 5, General der Infanterie List, übernimmt damit bis auf weiteres die Vollziehungsgewalt in dem neu besetzten Gebiet von Südmähren. Dachau? Nein, das geht nicht. Dachau geht nicht.
Ja, ja, ja. Der Vater hat schon immer gesagt, der wird sich schon durchschlagen, der Bub. Hast du nicht gehört, was ich dir vorher erzählt hab? Adolf Hitler. Aus langer, kalter Winternacht geleitet uns der Führer Adolf Hitler in eine große Zukunft heim ins Reich. Wir müssen was machen wegen Michel. Die Deutschen. Zuerst haben sie uns auf die Sachen sitzen lassen. Und jetzt nehmen sie alles auf einmal. Fleck haben wir noch nie gehabt. Siehst du das? Es lebe der bayerische Hilfszug. Jawohl. Euch hat uns wirklich der liebe Gott geschickt. Da hast du recht. Holla, holla, radio. Holla, holla, radio. Holla, radio. Geh auf mit dem Gesange. Neue Zeiten brauchen neue Lieder. Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem Roten Krieg. Wir haben die Ketten gebrochen, für uns war's ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Die Freiheit steht auf in Deutschland und morgen gehört ihr die Welt. Du weißt das, da auf dem Foto, der Michel oder der Gregor? Der Michel, gell? Da wird jetzt auch nichts zu lachen. Darf man ein bisschen verreisen? Ja. Ja, ja. Suchen Sie etwas? Nein, nein. Danke. Sehr lieb. Schon, was wir brauchen. Hatte auch neuf, du Pappe. Mein Lieber. Haben wir eh nichts dagegen. Oder? Ah, Schlupfer. Das geht schon noch.
Darf ich aufs Klo gehen? Braucht man Papier? Schauen Sie mal weg. Am 10. April 1938 muss auf der letzte Wegscheider zu der Stelle sein. An diesem Tage wollen wir unserem Führer Adolf Hitler zeigen, dass er stolz sein kann auf sein Wegscheid. Wir stimmen ja, 100%ig ja, für unseren Führer Adolf Hitler. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sie wegtreten. Wegtreten! Danke. Wegtreten lassen. Wirklich sehr gut. Habt ihr gesehen? Na klar. Scheiße, sieht schön aus. Wir haben sie uns treten. Jetzt kriechen sie uns hinten rein. Den Kirschlager kennst du eh. Mit dem haben wir heute Flugzettel gefunden. Na, mit dem sind wir Schlitten gefahren. Komm, Hubert, geh mal weg von da. Wieso? Jetzt brauchen wir uns nicht mehr verstecken. Bis was? Kommt mit. Bis, ja. Da würde ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Nehmen wir uns das noch hinein. Sonst ist die Predigt in Ordnung. Dankeschön, grüß Gott. Heil Hitler. Ach ja. Na, was ist mit Ihrem Bruder Michel? Auf dem Lastwagen haben sie ihn aufgehört, in Linz. Und weggeführt haben sie ihn. Und jetzt möchte ich fragen, weil ich nicht weiß, was mit ihrem Geschichte. So ein hübsches Köpfchen. Und so dumme Fragen. Da gibt's doch so einen schönen Spruch. Hey Lara, was geschieht denn mit den Leuten, die nicht für uns sind? Wer nicht für uns ist, ist... ist gegen uns. Und wer gegen uns ist, Herr Moser? Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ich gebe Ihnen zwei Ratschläge.
Erstens, fahren Sie nach Linz und fragen Sie bei der geheimen Staatspolizei nach. Und zweitens, bleiben Sie zu Hause und fragen Sie nicht zu viel. Maria, wo bist du denn so lang? Wir sind schon dran. Heil Hitler, Hauptsturmführer! Maria, da ist ja nur der halbe Erdäpfel drauf. Was machst du denn da brav drauf? Was machst du da brav drauf? Als Blockwart bin ich verpflichtet, euch darauf hinzuweisen, dass das kein ordentliches Erdäpfel schön ist. Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr die Erdäpfel zuerst kocht und dann erst schält. Beim Rohschälen gehen ja nämlich bis zu 20% der kostbaren Frucht verloren. Bei der letzten Blockwartschulung haben wir erfahren, dass der volkswirtschaftliche Bedarf an Speisekartoffeln 20 Millionen Tonnen ist. Ja, also das ergibt bei einer Methode, Erdäpfel zu schälen, einen Schälverlust von 3 Millionen Tonnen. Mit dieser gewaltigen Menge könnte man 3000 Eisenbahnzüge zu je 60 Waggons beladen. Das ist... Es ergibt eine Strecke von 1800 Kilometer, also von Berlin bis Casablanca oder Neapel. Warten Sie auf jemanden. Ist heute keine Verhandlung mehr? Nein, heute nicht. Bitte? Ist die Frau Leischner da? Kommen Sie noch weiter?
Dachau? Na, das geht nicht. Dachau geht nicht. Daraufhin erfolgten Feststellungen des Internationalen Ausschusses, werden die deutschen Truppen bis zum 10. Oktober folgende weitere Gebiete in Böhmen und Mähren besetzen. Erstens an der Grenze des Gaues Niederdonau. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Nickelsburg und zwischen Freien und Neubistritz. Am 9. Oktober ab 10 Uhr das Gebiet um Sneim und Mährisch-Krumau. Am 10. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet westlich Neuhaus und dem Brückenkopf südlich Pressburgs. Zweitens an der Grenze des Gaues Oberdonau und im Böhmerwald. Am 8. Oktober um 12 Uhr das Gebiet bis zur Linie Steinbach, Böhmisch-Grumau, Winterberg, Waldmünchen, die genannten Orte eingeschlossen. Drittens an der nordostbayerischen und sächsischen Grenze. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Reichenberg und Gablotz. Am 9. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet bis zur Linie Bischof-Teinitz, Wacherau, Ostwärts-Luditz, Podersam, Saatz, Brücks, Aussig, Bautschen, Böhmisch-Leiper, die großen Bautschen. Am 10. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet südwestlich. Wir werden dort Bautschen haben. Und das Gebiet bis zur Linie. In jedem Lager gibt's Bautschen. Postelberg. Was warst denn du für Dachau? Böhmisch-Eicher. Viertens an der schlesischen Grenze. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Hohenelbe und Trautenau. Das Braunauer Land. Das Gebiet um Im Wegscheid gibt es das Bakel nicht auf. Geht's nach Irning um mich? Am 9. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet. Obstsender schreibt auch keiner auf. Trautenau um Schildberg, um Mährisch Neustadt, Bern und südlich Troppau. Am 10. Oktober ab 10 Uhr beziehungsweise. Das ist eine große Idee, der Hitler. Des Adlergebirges um Zwittau, Mährisch Trübau, Bodenstadt und Neutitschein. Nehmen wir Sie am Scheiß Rosweg und der wird noch immer nicht gescheiter. Das Heeresgruppenkommando 5 teilt mit. Es ist eine strategische Vorkehrung. Wenn die Tschechen, wenn wir die Tschechei erledigt haben, müssen wir schon sehen, wie es uns dann gut geht. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 5, General der Infanterie List,
übernimmt damit bis auf Weiteres die Vollziehungsgewalt in dem neu besetzten Gebiet von Südmähren. Lieder. Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem Roten Krieg. Wir haben die Ketten gebrochen, für uns war's ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Die Freiheit steht auf in Deutschland, und morgen gehört ihr die Welt. Du wesen das, da auf dem Foto, der Michel oder der Gregor? Der Michel, gell? Der wird jetzt auch nichts zu lachen. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Die Freiheit steht auf in Deutschland und morgen gehört ihr die Welt. Tät euch dagegen die nationalsozialistische Umbildung an. Kein Tropfen Blut ist vergossen. Niemandem wurde ein Haar gekrümmt, obwohl manche es verdient hätte. Aber wir stellen unter Beweis, wir sind die besseren Menschen. Unsere Machtergreifung ist eine friedliche. Ein Schuss viel. Wir schlagen niemanden. Die sittliche Kraft unserer Bewegung ist so groß, dass unsere Feinde ganz von selber in die Knie gegangen sind. Aber wir wollen einen Strich unter das Vergangene ziehen und rufen daher allen zu, die aufrichtigen Willen sind. Kommt mit auf den Weg des nationalen Sozialismus in eine Zukunft, wie sie uns herrlicher gar nicht vorstellen können. Am 10. April 9.
Fräulein, wo wollen Sie denn hin? Ja, gut. Bitte. Kommen Sie nur weiter. Kennen Sie die Frau da? Nein. Kennen Sie die Frau? Ist das die Frau, die Sie in der Wohnung gesucht haben? Dass die Frau ist, die Sie in der Wohnung gesucht haben, habe ich Sie gefragt. Ja. Bis 2 Uhr überhaupt nicht reden können. Stellen Sie mir vor, wir haben schon geglaubt, der wird erstummen. Kommen Sie, setzen Sie ihn nieder. Ich sitze eh schon eine Stunde. Na, kommen Sie nicht. Morgen gehört ihr die Welt. Du weißt das, da auf dem Foto. Der Michel oder der Gregor? Der Michel, gell? Da wird jetzt auch nichts zu lachen. Wir werden weiter marschieren, wenn
alles in Scherben fällt. Die Freiheit steht auf in Deutschland und morgen gehört ihr die Welt. Tät euch dagegen! Die nationalsozialistische Umbildung an! Kein Tropfen Blut ist vergossen! Niemandem wurde ein Haar gekrümmt, obwohl mancher es verdient hätte! Aber wir stellen unter Beweis, wir sind die besseren Menschen. Unsere Machtergreifung ist eine friedliche. Kein Schuss fiel. Wir schlagen niemanden. Die sittliche Kraft unserer Bewegung ist so groß, dass unsere Feinde ganz von selber in die Knie gegangen sind. Aber wir wollen einen Strich unter das Vergangene ziehen und rufen daher allen zu, die aufrichtigen Willen sind. Kommt mit! Auf den Weg des nationalen Sozialismus in eine Zukunft, wie sie uns herrlicher gar nicht vorstellen können. Am 10. April 1938 muss auch der letzte Wegscheider zur Stelle sein. An diesem Tage wollen wir unserem Führer Adolf Hitler zeigen, dass er stolz sein kann auf sein Wegscheid. Wir stimmen ja, 100%ig ja, für unseren Führer Adolf Hitler. Rossmann Franz, Wegscheid 9. Du willst in die Kabine gehen? Im Namen Gottes Wunder. Rossmann Juli, Wegscheid 9. Huber Hans, Wegscheid 79. Jo, nochmal jo. Maria, Wegscheid 79.
willst denn hin? In die Kabine? Bitte. Wieder ist ein Frühling in unser Land eingezogen. Die Bäume blühen, die Blumen sprießen. Aber nicht nur in der Natur, sondern auch in Herzen herrscht helle Freude. Wie geht's ihm denn, unseren Michel? Aber ich hab dir doch gerade gesagt. Hauptsache, er hat eine Arbeit. Mutter. Und Wohnung ist schön, gell? Ja. Der Vater hat schon immer gesagt, der wird sich schon durchschlagen, der Bub. Hast du nicht gehört, was ich dir vorher erzählt hab? Adolf Hitler. Aus langer kalter Winternacht geleitet uns der Führer Adolf Hitler in eine große Zukunft heim ins Reich. Hans, wir müssen was machen wegen Michel. Die Deutschen. Zuerst haben sie uns auf die Sachen sitzen lassen. Und jetzt nehmen sie alles auf einmal. Hallo! Schau, was ich da mitgebracht hab. Danke. Schau, Onkel. Na endlich, dass du wieder da bist, Maria. Wie geht's denn unserem Bruder? Der Michel. Des Münchner Abkommens und der daraufhin erfolgten Feststellungen des Internationalen Ausschusses werden die deutschen Truppen bis zum 10. Oktober folgende weitere Gebiete in Böhmen und Mähren besetzen. Erstens an der Grenze des Gaues Niederdonau. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Nickelsburg und zwischen Freien und Neubistritz. Am 9. Oktober ab 10 Uhr das Gebiet um Sneim und Mährisch-Krumau.
Am 10. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet westlich Neuhausen im Brückenkopf südlich Pressburgs. Zweitens an der Grenze des Gaues Oberdonau und im Böhmerwald. Am 8. Oktober um 12 Uhr das Gebiet bis zur Linie Steinbach, Böhmisch-Grumau, Winterberg, Waldmünchen, die genannten Orte eingeschlossen. Drittens an der nordostbayerischen und sächsischen Grenze. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Reichenberg und Gablotz. Am 9. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet bis zur Linie Bischof-Teinitz, Bacherau, Ostwärts-Luditz, Podersam, Saatz, Brücks, Aussig, Bautzen, Böhmisch-Leiper. Für was ein Bautzen? Am 10. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet südwestlich. Wir werden dort Bautzen haben. Und das Gebiet bis zur Linie. In jedem Lager gibt's Bautzen. Postelberg. Was warst denn du für Dachau? Böhmisch-Eicher. Viertens an der schlesischen Grenze. Am 8. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet um Hohenelbe und Trautenau. Das Braunauer Land, das Gebiet um Meer. Im Wegscheid gibt es das Backel nicht auf. Geht's nach Irning um mich? Am 9. Oktober ab 12 Uhr das Gebiet. Obstsender schreibt auch keiner auf. Trautenau um Schildberg, um Meerisch Neustadt, Bern. Mein Bruder war auch Berner Partei. Wie heißt er denn? Michael Huber. War ein Sozi? Oder war er einer von uns? Oder war er christlicher? Lass uns mal das bald da. Ich werde mich erkundigen, ob unsere Leute was wissen. Aber es ist besser, wenn wir uns nicht mehr da treffen. Pass uns auf. Am Ursulinenfriedhof. Gruppe 4, Gang 9, das fünfte Grab. Merken Sie nicht das? Da treffen wir uns, am Sonntag um 10 Uhr. Geht's nicht früher? Nein, Kindl. Da muss man Geduld haben. Ah, Nummer 8, das Fräulein. Sagen's. Haben Sie noch einen Wunsch? Könnt ihr vielleicht in der Kuchel oder in die Zimmer aushelfen? Ja. Haben Sie gar gehört? Am Mittwoch in der Früh ins Landesgericht und warten Sie dort vom Verhandlungssaal 4 am Gang. Dort wird Ihr Bruder als Zeuge vernommen. Wenn er vorbeigeführt wird, können Sie ihn sehen. Glauben Sie, kann ich da mit ihm reden? Dann beten. Bitte? Ist die Frau Leischner da? Kommen Sie nur weiter.
Kennen Sie die Frau da? Nein. Kennen Sie die Frau? Ist das die Frau, die Sie in der Wohnung gesucht haben? Ob das die Frau ist, die Sie in der Wohnung gesucht haben? Habe ich Sie gefragt. Glauben Sie, kann ich da mit ihm reden? Kannst beten. Komm. Mama, warum hat denn der Papa so gemacht? Ja, servus, Schwager. Da war schön zurück sein, ne? 10, 12, 14. Jahrelang hast du das ausgesagt, die Leute. Was? Na,
Also bitte, das stimmt nicht. Ich hab die Leute was gegeben und hab jahrelang kein Geld gesehen. Mein Hof hätt's erbarmungslos versteigern lassen. So wie dem Lichtenecker sein. Oder dem Blöcher sein. Dass die nicht verzeihst! Jetzt den Schmuck anschauen, nicht? Maria! Hörst! Sag einmal, was bildet's denn eigentlich ein? Ich bin doch ein Schenker, du eins davon. Was glaubst du, wer du bist? Du mit deinem ledigen Kind. Ich hab's ja nicht notwendig, dir nachzurennen. Ich kann auch jede haben. Auch jede, verstehst du mich? Was Geschichte mit dem Kirschschlager? Was für ein Kirschschlager? Na, bei dem ihr die Flugbladeln gefunden habt. Was macht's denn mit solchen Leuten? Was wir mit solchen Leuten machen? Die Aufhänger damals. Aufhängen. Maria! Maria! Kommen Sie mit. Essen. Und dann kann man weiterschauen. Ist gut, unser Blunzerl. Ist gut. Jetzt nehmen wir das Messerl, gell? Und tun schön abschneiden. Schmeckt gut, gell? Na, Pulli? Was sagst? Haben wir Besuch heute? Ja?
Fräulein. Gibst du Bussi? So ist brav. Na? Brilli, wollen wir nicht der Dami auch ein Bussi geben? Trautenau um Schildberg, Omerisch Neustadt, Bern und südlich Troppau. Am 10. Oktober ab 10 Uhr beziehungsweise das der Hitler. Des Adlergebirges um Zwittau, Mährisch Trübau, Bodenstadt und Neutitschein. Nehmen wir Sie am Scheiß Ross weg und der wird noch immer nicht gescheiter. Das Heeresgruppenkommando 5 teilt mit. Es ist eine strategische Vorkehrung. Wenn die Tschechen, wenn wir die Tschechei erledigt haben, müssen wir schon sehen, wie es uns dann gut geht. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 5, General der Infanterie List, übernimmt damit bis auf weiteres die Vollziehungsgewalt in dem neu besetzten Gebiet von Südmähren. Am kommenden Sonntag stimmen wir Arbeiter für Österreich. Das ist nicht der Tag, an dem wir mit dem Heimwehrfaschismus abrechnen. Das ist der Tag, an dem wir ein klares Nein zu Hitler sagen müssen. Fahren Sie mit!
Nein, ich steig schon aus. Freundschaft! Freundschaft! Volksabstimmung, Herr Hitler. Darf ich aufs Klo gehen? Braucht man Papier? Schauen Sie mal weg. Bitte nehmen Sie mich mit. Wo wollen Sie denn hin? Zum Autobusbahnhof. Hallo, was? Steigen Sie ein. Halt das! Stehen bleiben! Vor. Die Versteigerung von unserem Hof ist angesagt worden. Der Hitler hat alle Versteigerungen einstellen lassen. Maria! Guten Morgen!
Dein Hitler hat uns wirklich der liebe Gott geschickt. Mein Menschel. Es heißt sogar, dass wir die Schulden immer zurückzahlen müssen. Mein Burgel. Mama, bleibst du jetzt bei uns? Alle bleibt jetzt bei uns. Brauchst keine Angst, Herr Burgel. Die Mama lass mich nicht mehr weg. Was ich zusammengeträumt hab. Herein. Heidler! Voll da. Gefällst du mir auch. Mei, bin ich froh, dass du jetzt wieder da bist. Jetzt haben wir wer, Maria. Ich brauch mich nicht mehr verstecken. Und du brauchst dich nicht mehr schauen, wegen deinem ledigen Kind. Jetzt können uns alle am Arsch lecken! Der deutsche Frühling wieder ist ein Frühling in unser Land eingezogen. Die Bäume blühen, die Blumen sprießen. Aber nicht nur in der Natur, sondern auch in Herzen. Herrscht helle Freude. Wie geht's ihm denn, unseren Michel? Aber ich hab dir doch grad gesagt. Hauptsache, er hat eine Arbeit. Mutter. Und die Wohnung ist schön, gell? Ja. Der Vater hat schon immer gesagt, der wird sich schon durchschlagen, der Bub. Hast du nicht gehört, was ich dir vorher erzählt hab? Adolf Hitler.